Gerade einmal 2 Spieltage ist die neue Saison alt. Da standen schon wieder Länderspiele an. Eine der Hoffenheimer Nationalspielerinnen ist Martina Moser, die mit der Schweizer Nationalmannschaft unterwegs war. Ja, ich war jetzt die letzten 10 Tage mit der Nationalmannschaft unterwegs. Wir haben die letzten 2 EM-Qualifikationsspiele bestritten. Das eine gegen Georgien und dann das zweite gegen Nordirland. Georgien war ein schwieriges Spiel, haben wir 3-0 gewonnen, aber die standen nur hinten drin und die Reise war schon ziemlich anstrengend. Dann das letzte Heimspiel noch gegen Nordirland, das hat Spaß gemacht, haben wir 4-0 gewonnen und haben diese Qualifikation sehr erfolgreich mit 8 Spielen, 8 Siegen abgeschlossen, was historisch ist für den Schweizer Frauenfußball. Ja, und das freut mich natürlich und macht uns in der Schweiz natürlich stolz. Vor der Länderspielpause gab es leider noch keine Punkte für unsere Mannschaft. Sowohl zu Hause gegen Potsdam als auch in Essen wurde verloren. Ja, die ersten beiden Spiele waren sicher aus unserer Sicht enttäuschend. Gegen Potsdam, klar, darf man verlieren, aber bei Heimspielen sind wir sonst eigentlich immer ja stark. Jetzt im zweiten Spiel gegen Essen war sicher unglücklich. Ich denke, wenn wir 1-0 in Führung gehen, läuft das Spiel anders. So haben sie halt dieses eine Tor mehr gemacht, was wir nicht geschafft haben. Und dann haben wir, glaube ich, auch im Endeffekt, wenn man die Chancen anguckt, verdient verloren. Und Essen war einfach diese Spur besser als wir. Da erst alle Spielerinnen wieder seit Donnerstagabend von den Nationalteams zurück sind, hat Trainer Jürgen Ehrmann nicht gerade viel Zeit, um sich mit der kompletten Mannschaft auf das kommende Spiel am Sonntag vorzubereiten. Martina Moser sieht darin aber kein größeres Problem. Ich bin heute jetzt zurück im Training, wurde vorher noch behandelt und jetzt heute will ich wieder Vollgas geben für Hoffenheim und mich optimal vorbereiten auf den nächsten Gegner Freiburg. Ja, ich denke, die Mehrheit der Mannschaft war da. Wir waren ein paar, die unterwegs waren mit der Nationalmannschaft. Wir integrieren uns immer wieder sehr schnell und ich denke, deshalb können wir jetzt die letzten Trainingstage noch nutzen vor dem Spiel, um uns auch die nötigen Sachen zu kommunizieren und dann sind wir alle bestens vorbereitet Sonntag. Der Gegner aus Freiburg ist kein unbekanntes Team. Erst in der Saisonvorbereitung spielte man gegen die Südpartnerinnen. Dabei gewann man durch ein Tor von Nina Bürger mit 1-0. Auch letzte Saison gab es 4 Punkte gegen die Mannschaft von Lenz Scheuer. In Freiburg trennte man sich 0-0 und kurz vor Weihnachten siegte man zu Hause durch Tore von Leonie Pankratz und Anne Fühner mit 2-0. Genau, wir spielen auch immer in der Vorbereitung gegen Freiburg. Sind immer eigentlich enge Spiele, also es gibt nie so klare Siege oder Niederlage oder eben auch Unentschieden gab es mehrmals. Und deshalb denke ich eigentlich, dass es wieder ein enges Spiel wird. Natürlich hoffe ich mit dem glücklicheren Ende für uns. Den Freiburgerinnen gelang ein starker Start in die neue Saison. Im Saisoneröffnungsspiel trotzte man den Meister Bayern München auswärts ein 1-1 ab. Dabei zeigte man sich defensiv gut geordnet und zeigte sich in der Offensive effektiv beim Verwerten der wenigen Chancen. Gegen Duisburg am zweiten Spieltag siegten sie dann zu Hause klar mit 5-0. Bereits in den ersten 10 Minuten sorgten sie durch 2 Tore dabei für klare Verhältnisse gegen den Aufsteiger. Dabei zeigte sich die Offensive um Nina Magul, Lena Petermann und neue Nationalspielerin Hasret Kayıkçı in bester Spiellaune. Freiburg war eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder stark, also auch gegen große Gegner. Ich finde, sie sind ein sehr junges und ja, gutes Team. Und ich denke, dass sie auch immer wieder für die ein oder andere Überraschung gut sind. Aber ich denke, die Duelle gegen uns sind, wie gesagt, sehr ausgeglichen. Und deshalb, ja, denke ich, dass es wieder ein enges Spiel wird und wir da hoffentlich 3 Punkte holen.